I'm the Trumpster, motherfucker. Willkommen zurück. Danke. Hallo meine Lieben, ich habe ein ganz tolles altes Spiel gefunden. Was ich irgendwie immer falsch ausspreche, deswegen lasse ich es auch sein. Ihr seht es hier selbst. Ich habe gerade eben schon gespielt und dachte mir so, das will ich euch kurz zeigen, weil es das auf Origin im Moment umsonst gibt. Normalerweise kostet es ja süße 5 Euro, aber ich dachte mir, weil ich das einfach super finde, wenn man früh genug und bei so welchen Spielen einfach Bescheid weiß, wann es sie umsonst gibt. Deswegen mache ich dieses kurze Einblickvideo, also kein Let's Play, sondern einmal so, ich spiele eine Runde. Wenn ich Ahnung haben sollte, dann teile ich euch es mit, aber meine Grundmessage an euch soll eigentlich nur sein, dieses Spiel gibt es momentan kostenlos und ich finde das echt super, weil ich das auf Facebook oder allgemein auf so welchen Seiten total gerne gezockt habe. Level beendet. Das war schon. Okay, aber wir haben es geschafft. Ich finde es einfach total super hier von den Farben, die Geräusche von den Steinchen finde ich sogar richtig klasse. Ja, ihr denkt jetzt, was ist mit der jetzt los? Nein, mir geht es gut. Dieses Video leider eben ohne Facecam, da ich doch heute irgendwie wieder Probleme habe mit meiner. Aber ich denke mal, das ist für euch nicht so schlimm. Zum Spiel richtig zu erzählen. Ja, wir sollen einfach immer mindestens 3 Reihen aneinander führen, um 100 Punkte zu bekommen. Wenn das jetzt in diesem Fall hier haben, haben wir so, ich sag jetzt mal, super Bonchi, wollte ich jetzt sagen, so ein super Steinchen. Wenn wir da jetzt gleich schaffen werden, den einzusetzen, um euch das zu zeigen, das wäre richtig klasse. Aber ich habe gerade verliert. Ja, das habe ich meistens. Manchmal komme ich so flink zurecht und an anderen Momenten, ja, da suche ich vergebens nach dem nächsten Stein, der richtig ist. Oder mache komplett falsch, obwohl da welche wären, so wie hier. Aber naja, ich denke mal, so geht es einigen. Da bin ich bestimmt nicht mit alleine mit diesem Problem. Nenne ich es jetzt einfach mal. Das Gute ist ja, das Spiel sagt ja, wenn keine Züge mehr. Ja, wenn keine Züge mehr da sind, genau das wollte ich sagen. Ja, ich bin immer noch Neuling. Wie gesagt, ich habe 2 Runden gespielt. Erreichtes Level, okay. Punkterekord bin ich noch nicht zu sehen. Wie viele Punkte habe ich denn? Ja, okay. Wir gehen in den Hauptmenü. Das war klassisch. Dann habe ich hier den Blitzschlag einmal gespielt, das werde ich auch eben machen. Und habe da dann den Eissturm freigeschaltet. Aber den zeige ich ja gleich. Erst gehen wir in den Blitzschlag. Da spielen wir nämlich gegen die Zeit. Hier läuft die Zeit ab. Wir sammeln jetzt unsere Punkte. Die werden uns dann bei abgelaufener Säule dazu gut gerechnet. Richtig gute Sache. Ah, okay, eigentlich fand ich das besser, weil man es immer gleich sieht, weil so hängt es jetzt. Oh nein, der Ball, der läuft ab. Und wie gut sieht es bei mir aus? Schaffe ich das Level? Schaffe ich es nicht? Irgendwie laber ich in dieser Folge. Er findet es gut. Excellent. Ja, guck mal, da brauche ich mal was machen. Hier sehen wir es. Plus 5. Ziehen wir rüber, kriegen wir 250. Warum, wie das mit der Punkteverteilung ist, weiß ich auch nicht. Wie gesagt, ich habe es nur einmal reingespielt. Mir macht dieses Spiel einfach total viel Spaß, weil das eine Langeweile zwischendurch echt super ist. Und echt umsonst. Ich meine, vorgestern habe ich es mal runtergeladen. Also, es ist noch aktuell. Ich werde das Video auch schnellstmöglich veröffentlichen, damit ihr es auch noch schafft, wenn ihr es wollt, dieses Spiel runterzuladen. Umsonst. Na, 5 Euro haben oder nicht? Gerade für so ein gutes Langeweile-Spiel, wo man sonst immer irgendwie was freischalten muss, um weiterspielen zu können.
ich denke mal, das wird hier ja wohl nicht sein. Guck mal, jetzt läuft uns die Zeit ab und schaut mal nach oben. Ich will es nicht tun, ich will mal kurz. Genau. Wie? Nur so wenig? Ja, okay. Kurze Runde, würde ich sagen. Verstehe ich nicht. Ja, Zeit ist um. Was machst du da? Letztes Hurra. Ja, wunderbar. Na? Ich kann nichts mehr machen. Okay, Punkte haben wir bekommen. Sehr schön. Wir gehen Abzeichen. Genau. Ich habe auch zwei Abzeichen eingesammelt. Zum einen wäre das Hochspannung. Erziele 300.000 Punkte im Blitzschlagmodus, um ein Silberabzeichen zu erhalten. Ja. Und Sprengmeister, zerstöre 60 Steine. Einen Zug, um ein Platinabzeichen zu erhalten. Ja, sehr schön. Nun zeige ich euch den Eissturm. Ja, und mal schauen, was da abgeht. Ja. Okay. Ich muss das erstmal selbst analysieren. Ja, ich hab's heute mit dem. Da ecke ich mich ja jetzt wieder. Ach, guck mal, hier läuft da auch ein Eissturm. Hat das irgendwas zu sagen? Guck mal, jetzt geht er runter. Der darf nicht oben ankommen. Vermute ich das richtig, dass die Säulen... Oh Mist, ja. Nicht... Ach, guck mal. nicht oben ankommen dürfen. Ja. Ach, sehr schön. Sehr schön. Ja, wie nenne ich das jetzt, wenn ich das hochlade? Okay, ist eigentlich total... Oh, scheiße. Entschuldige für meine Wortwahl, aber es kam so aus mir heraus. Das ist was er... Das wird ein Hocker. Aber zum Glück kann man es wieder abbauen. Sehr schön. Vor allem diese Eckdinger, finde ich echt total super. Ja, und jetzt pochert er so. Bitte, krieg ich irgendwie Abstand. Ja. Alles klar, das war der Eissturm. Wortwörtlich. 10 bleibt uns da jetzt noch. Entspanne Körper und Geist in diesem Endlosspiel. Ob ich dabei entspanne, das ist eine andere Sache. Entspanne mich in diesen Endlosmodus. Reduziere Stress durch Atem. Probiere es unter 10 Optionen. Okay, geh hin, Jogi. Los. Da zählt er. Denn. Die Musik ist hier anders. Das fällt mir in erster Linie hier ein. Mist. Ja, ich glaube, das ist einfach so ein chilliges Endlosmodus, wie man sich Zeit lassen kann. Und nichts passiert, wenn man es will. Sehr entspannend. Im Gegensatz zu das, was ich gerade eben hatte, kann ich sehr empfehlen. Level beendet. Manchmal sollte man auch erst überlegen, was man haben will. Auch im wahren Leben. Nicht nur hier bei Spielen. Ich lasse es wirklich sein. So, wenn man jetzt das nochmal sagen würde, dann würde ich es richtig aussprechen können. Ansonsten hoffnungslos. Sehr schön. Ja.
Regnet. Level beendet. Hab ich fast gesorgt. Aber das sehen wir ja jetzt gemeinsam. Ja, ja, oh, guck mal. Die Tune der Musik ist ganz anders jetzt. Das ist ein bisschen gerade so. Sehr entspannt auf jeden Fall. Ja. Excellent. Du hältst das große Inferno-Abzeichen. Ja, sehr schön. Räume 350 Flammensteine ab, um ein Silberabzeichen zu erhalten. Okay. Level 4. Wir lassen das gleich mal richtig krachen. Bei diesem Würfel ist es folgendermaßen, Superwürfeln. Da unten läuft meine Zeit gerade, siehst. Wenn man 5 Steine in einer Reihe kombiniert, tausche, okay, so kann man es auch machen. Ich habe es nach unten zu den blauen Diamanten gezogen und er nimmt alle derzeitigen Diamanten aus dem Spiel. Super Helfer für komplizierte Lücken. Sauber ausgeführt, würde ich jetzt einfach mal spontan sagen. Excellent. Excellent. Das findet er richtig gut. Excellent. Fantastisch. Super. Ja. Mir fällt dazu auch nicht mal ein. Ja. Da war er schon weg. Der Dreierblau. Da war er schon weg. Level beendet. Alles klar. Wie viele Level kommt er denn noch? Das ist weg mit Ende. Du hast einen neuen Modus freigeschaltet. Falter. Jetzt im Spielmenü verfügbar. Sehr schön. Ich brauche jetzt nicht zurück. Nee, komm. Ja, tauchen die denn auf? Bei Suche löse 4 verschiedene knifflige Minispiele. Ja, Geheimnisspiel sind noch 2 da. Ich denke mal, da wachsen bestimmt hier noch einige mehr. Wir klicken da nochmal einen drauf. Oh. Ach, hier Blütschatzsuche, Lawine Balance. Falter, Goldrausch, Asmund. Und das gehört noch nichts. Okay, was das ist, das wird jetzt für euch ein Geheimnis bleiben. Das zeige ich dieser Runde jetzt nicht. Das war einfach nur für euch ein kleines Blick in dieses Spiel. Für diejenigen, die es noch nicht kannten. Und einfach die Information, dass es derzeit kostenlos auf Origin gibt. Gibt anstatt 5 Euro. Ja, mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet, wenn man kostenlose Spiele eben vorstellt, vielleicht auch später mal direkt spielt und ja, einfach informiert wird darüber. Ich finde es eine schöne Sache. Eure Meinung würde ich liebend gerne wissen. Schreibt es mir doch einfach bitte in die Kommentare. Ich würde mich riesig drüber freuen und ja. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen angenehmen Tag, Nacht, Morgen, wie auch immer. Das war's von mir. Danke fürs dabei sein. Und ich sage tschüss.